Die ersten Kämpfe beginnen gleich. Oh mein Gott, ey, hier. Pixel Panda ist ja quasi einer der Gegner, deswegen Ja. ungünstig. Ach, naja, aber es war okay. Ja, es war okay. Oder was sagt ihr, Leute? War es okay? Ja, es war ganz okay. Ja, ich hab's gelesen. Brauchst ein billigeres Deck. Ja. So. Die brauche ich ja selbst. Jeder will die Barbaren, weißt du, aber ich will. Boah. Ich krieg welche gespendet und spende sie zurück. So. Okay. Ich muss ja gerade noch nebenbei ein bisschen was klären hier, damit das losgeht. Pixel, VS, Squid, eine Epic. Genau, und Edwin gegen Joker jetzt. Gut, der erste Kampf beginnt schon mal. Und der zweite auch. Also die Halbfinals, die ersten beginnen jetzt. So, na Und dann. Robert, was hast du dir gemacht? Das sieht aus wie nichts Warmes. Einfach nur Toast mit Salami. Das ist doch kein Döner. Ne, überhaupt nicht. Sieht auch nicht so lecker aus wie ein Döner. Aber die brauchen auch 5. Das ist scheiße. Ich brauche was Billiges. Ja, guck mal, was muss man da über deine Taktik überlegen? Hast du schon einen Spiegel? Nee, ne? Was habe ich? Spiegel hast du noch nicht. Spiegel, nö. Ich nehme. Na, der braucht auch 5. Ich brauche ja was Billiges. Dann nimm noch einen Sperrgoblin rein, irgendwie welche. Die habe ich ja drin. Na, da brauchst du halt noch einen Nahkämpfer in Berlin. Nimm den Kobold rein. Den hier. Genau. Jetzt brauchst du noch was für die Luft. Nimmst du entweder einen Magier rein, aber hast ja gut. Ja, ich habe ja eigentlich die Pfeiler, ne? Und ich habe die Kobolde. Dagegen Drachen meine ich zum Beispiel. So, Ja, da bleiben ja an sich hier nur die. Na, die sterben auch gleich. Der ist wieder so teuer, der Inferno-Turm. Da müsste ich dafür. Ja. Irgendwas raushauen. Ja, das Ding ist, du hast drei Epics, die extrem teuer sind. Und die haben aber nicht so viel Kombination zueinander. Also Prinz und Balloon kannst du machen. Oder Balloon und Hexe. Aber Hexe und Prinz zusammen funktioniert gar nicht. Von daher würde ich vielleicht hast du einen Drachen? Ja. Vielleicht für die Hexe den Drachen rein? So, wählen. So. Genau, bis auf 3,8 runter. Da hast du was für die Luft. So. Und ich würde vielleicht einen Tesla für den Hock reinmachen. Was? Nom, nom, nom. Robert, alles okay bei dir? Ja, der hat Hunger gehabt, jetzt hat er auch angefangen. So, der Terra hat geschrieben: Nom, 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 nom. nom. Caro, was arbeitest du nochmal? Frag Critical. Ich bin beim Bund. Immer noch. Was machst du denn im Bund? Ich bin in einer Ausbildungsschule. In der Ja, Ausbildungsschule. Feldwebeschule. Also du bist dort Lehrer oder du bist dort nur Ja. okay, welchen Rang hast du? Feldwebel oder Hauptfeldwebel? Nein. Nee, nee. Ja, es steht noch so in Frage, irgendwie wegen Stufts oder so. Ah, okay. Bist du über wie heißt das? Wehrdienst bist du nicht rein. Was? Nein. Gibt es das überhaupt für Nein. Frauen? Es gibt gar kein Dings Bist mehr. du über Berufssoldat rein? Ja, weil der Berufssoldat kann man nicht rein. Berufssoldat kannst du erst werden. Also ich bin so rein als einfach nur ja, Soldat auf Zeit. Ach genau, Soldat auf Zeit Und hieß hab es, meine ich ja. verlängert an sich und ja. Jetzt aber mal sehen, mal gucken, was kommt. Aber naja. Das können wir ja mal so besprechen. Da Robben wurde ja auch schon gefragt, was das für ein Ring ist und so. Das Ich läuft schon. bin Schweißer. Ja.
Was bist du? Schweißer. Aha. Scheißer. Schweißer. Scheißer, ja, bist du Scheißer. Los, erste ist vorbei. Eine coole Mütze. Was ist jetzt los? Sie haben ihr Limit passiert. Ich sehe Karos Bild nicht mehr. Was? Ich sehe dein Bild nicht mehr. Siehst du mein Bild noch? Nein, ich sehe dein Bild nicht mehr. Hä? Hallo? Sie haben ihr Limit von 4 Stunden für Gruppenvideo in diesem Anruf erreicht. Echt? Ja? Sie Was ist das denn? Sehr gut. Sehr gut. Naja, müssen wir nochmal beenden und nochmal anfangen. Oder nicht? Ja, das Turnier muss nochmal von vorne. So, jetzt siehst du mich wieder, oder? Robbe lebt ja, jetzt sehe ich dich wieder, ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Robbe ist betrunken. Ja, jetzt muss ich ja wieder einstellen, ne? Ja. Ich war gerade unten, meine Nachbarn sind draußen, und dann gab es direkt 2 Kurze in den Hals. Wenn ich gleich nochmal runtergehe, gibt es bestimmt nochmal 2. So, Caro, das erste Game ist vorbei. Erste Game ist vorbei. Oh ja, okay. Dann gucken wir uns das erste Game mal an zwischen Critical und PXL Panda. Beide aus meinem Team. Wow. Ich bin unterwegs zu Flickweich. Wer flüstert denn da die ganze Zeit? Das ist der Besuch, das ist Ex-Heaven. Das ist Heaven in der Couch. Holt mich hier raus. Dark Frieda, nein, kenne ich nicht. 9 Camel-Zigaretten? Kenne ich nicht. Frieda, du sollst nicht rauchen. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit und für die Haut. Ja, das stimmt. Rauchen ist sehr schlecht. Komm, Guido, du hast ja bestimmt selber mal geraucht. Ja, 4 Zigaretten im ganzen Leben bisher. Aber Zigarren rauche ich. Aber nur gekifft, ne? Sonst. Nee, ich kiff gar nicht. Boah, ja. Raus nur durch den Bon. Nee, ich nehme nur Hardcore-Alkohol. So, direkt, du meinst direkt in die Vene? 90%, ja. Nein, die haben nicht im Bett zu sein. Die müssen hier noch spielen. Die können danach ins Bett gehen. Die müssen donaten hier. Los, Kiddies, donated. Nee. Ja. Die haben gerade Taschengeld bekommen, los. Stimmt, ist der Erste. Ach, der raucht auch wieder. Na, dann... Wie könnte man den Partner dazu bekommen, dass er aufhört zu rauchen? Was? Aber als Frau ist noch da. Aber es ist schon extrem eklig, wenn ein Partner raucht und der andere nicht. Und das schmeckt dann wie ein Aschenbecher, wenn du den anderen küsst. Das ist echt extrem eklig. Sag einfach nur, wenn der Kerl raucht, hat die Frau gut. Wenn er anfangen will, seine Zigarette anzumachen, Brüste zeigt, dann fällt die Zigarette nach unten und dann nicht frei. Das passiert aber auch nur manchmal. Ja, der Glutschwert, der ist 10, Caro, deswegen also hat die 10 gefehlt. Das ist ja alles Martins Bereich, musst du machen. Martin, Caro, sitzt du jetzt mit 3 Leuten eigentlich im Zimmer, oder was? Ja, ja. Und mit Hund. Und 2 Hunde. Und 2 Hunde. Dann kannst du die Kamera mal unauffällig rüberschwenken. Nein. Aber zu deinem Bruder, der hat doch schon nichts dagegen. War der schon mal auf dem Stream? Mein Bruder, ja, schon öfters. Echt? Ich kenne ihn gar nicht. Wer heißt er denn? Marvin. Hat auch einen In-Game-Namen? Marvin. cooler Name, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber der hat erst angefangen. Der ist dann noch so ein bisschen am Trainieren, aber der suchtet. Oh ja, das am Anfang suchte man das immer. Frieda, du rauchst seit du 7 bist? Krass. Jetzt hat er noch 111 hier von Critical. Summon Lord fragt, Robbe, seit wann raucht Caro? Also ist jetzt nicht so, dass wir uns schon Jahre kennen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne Caro erst seit... Dass du das nicht weißt, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Seitdem raucht sie. Mehr weiß ich nicht. Also... Richtig rauchen tue ich erst, sag ich mal so, ab Ende 15. Und davor immer nur so ein bisschen. Also rauchst du schon einige Jahre? Ja. Das hat sie bei der Bundeswehr begonnen, oder? 8. Nein, was, schon davor.
Nur seit der Bundeswehr rauche ich mehr, das kann man sagen. Glaube ich, da habe ich angefangen, Bier zu trinken, weil so viel Langeweile war am Anfang. Ja, das glaube ich. So. Das ist ja bei... Das zweite Spiel, Edwin und Andrew Joker, ist 0-0 ausgegangen. Jetzt warten wir hier aufs nächste. In der Zeit will ich jetzt aber jetzt nochmal gegen Robbe spielen. Robbe. Robbe. Ich will mein neues Deck ausprobieren gegen dich. Ach so. Ja. So, jetzt nochmal hier. Stell mal Anfrage. Ich bin sofort da. Jetzt geht ja auch nochmal eine hoch, ne? Ja, ja, der raucht bestimmt heimlich. Da so. Ist er schon wieder. Donnerterra, manche rauchen schon mit 12 heutzutage. Oder was mit komisch 7. ist. Oder mit 7, ja. Mit 7. Es gibt, ich mach, wie viele Epics hast du drin, ne? Ich habe. Was hab ich denn jetzt drin? Was hatte ich denn jetzt? Zweier. Ich mach mal 0 Epic, ja? Go, go. 0 Epic. 0 Epic. Danach kannst du ja wieder sagen, ich hatte keine Epics drin. Ja, deswegen, ja, deswegen, ja. Das ist Taktik. 0 Epic, der go. Aber jetzt zieh ich dich ab. Feuert mich an, Leute. Null Epic, der okay. Robbe, Robbe. Robbe. Hashtag Helmut. Karo. Ist auch gemein, wir haben hier zwei Team Robbe, Leute. Sag drin mal bitte und ein Karo. Macht mal bitte. Sag mal Karo. Ach Mann. Oh, du musst mal rufen, da deine Leute da hinten. Was die sind das für welche? Die haben keinen Bock. Oh, voll die Spielverderber. Hawk Rider. Guck mal hier. Und Hawk Rider. Jetzt kommt der Damage. Hawk Rider, lauf! Wieso rennt er da so quer durch? Was? Also ihr müsst lauter rufen, weil ich bin in der Unterzahl. Die sind zu zweit und ich bin nur alleine. No. Für warum Fähnchen? Karo! Ja, genau. Fähnchen, ja. Nee, das stimmt mit dem auch. Ja, ich darf erst noch 10 Mal. Oh, Karo, setz was. Nee, setz du doch. Ich warte darauf, dass du was setzt. Nee, komm, setz du. Okay, Giant. Jetzt bist du aber dran. Kobold. Okay, dann setz ich. Da kein. Jo. Du hast das noch nie gespielt. Ja. So eine Scheiße. So, dein Tower sieht sehr kaputt aus. Ja, scheiße aus. Ja, ja. Ja, siehst du, diesmal läuft's bei mir auch. Ich hab keine Lecks. Ja, ja, keine du hast Lecks. Kein... Ja, jetzt hast du natürlich keine Lecks. Sind wieder die Lecks, wie bei CSGO. Lecks. Ja, genau. Ich hab Lecks. Oh, schön, Lecks. Scheiß 68, 64 Ticks, Junge. Da ist jemand im Stimmbruch. Nein. Das gibt es doch nicht. Was ist mit dir? Karo, go. Go, Karo, go. Wo sind die Fans? Ohne Mist. Auch mega gemein gegen den Doppeltower. Ja. Das geht gar nicht. Richtig gemein. Ach Mann. Ja. Schade. Ach. Okay. Hm. So, wie sieht's aus? So, gibt's jetzt müsste ja Next Game fertig sein, ha? Oh, ich hab ne Gratistruhe. Gratistruhe. Wow. Und jetzt, komm, leg los. Öffnen. Und? 7 Pfeile. Und? Lecker. Ich hab ja auch nur 50. So, ich hab aber noch andere Truhen. Guck mal hier. Hier. Golden Chest. Ice Mage. Okay, ne? Jetzt hier Match. Rogis. Pet. Oh, die wollte ich schon immer haben.
Das zweite Spiel zwischen Critical und PX Panda ist 0-1 ausgegangen. Das heißt, PX Panda ist weiter. Jetzt gehen wir weiter und gucken uns an Edwin, Andrews und Jockey Schlumpf. So, ansehen. Ich hoffe, dass beide gewinnen. Ja. So, schauen wir mal. Tower sind immer böse, wenn man. Ja. Ich hasse Tower. Am liebsten könnten sie Tower abschaffen. Vor allem wegen so. Euch habe ich nicht mal den Kaffee alle getrunken. Boah, arme Cora. Oh, ich brauche einen Kaffee. Was, Cora? Nein. Ich will alles, was Caro hat. Kaffee, Essen. Kaffee, Robbe, Essen. Robbe, ich bin gerade 2 aus Team Robbe. Wo ist deine Flagge? Meine Flagge, ich habe die in den Müll geschmissen. Was? Du schmeißt die Team Robbe in den Müll? Robbe ist neu. Ernsthaft? Robbe? Jetzt, wetten, einer verliert jetzt in dieser Party? Was? Ja, okay. Edwin. Toll, für wen bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt für Edwin, weil Jokey mich letztes Mal rausgeworfen hat. Ja! Ups! Da fällt mir gerade was Cooles ein. Da ist, oh, der krass, wie der Tower down gegangen ist, ey. Ja, auch 359. Echt krass, ey. Curry Caro, was? Was? Oh, ey. Curry Caro. Nein, das gibt's doch nicht. Die mobben mich hier. Curry. Ja, das sind hier meine Guys hier drüben. Die Gays? Die Gays. Die Gays, die beiden Gays. Deswegen willst du die nicht zeigen. No, Marvin sollte doch den YouTube-Kanäle posten. Martin hat da nichts gemacht. Cap Robbe YouTube. Cap Robbe YouTube. Wollen wir einen eigenen Kanal aufmachen? Cap Robbe ja, YouTube. Cap Robbe YouTube. Die beschissensten Videos aller Zeiten. Das wäre richtig geil. Die beschissensten aller Zeiten. Cap Robbe. Oh Mann. Oder die sinnlosen. Du trinkst, genau, ich rauche. Ja, genau. Richtig Vorbildfunktion. Den Kanal müssen wir dann ab 18 machen. Ja. Man muss sagen, man muss zur Beachtung mal hier hervorhalten, Edwin ist Level 6 und Joke ist Level 8. Ja, oh, eben war. Das ist aber echt krass gerade, sehe ich auch gerade. Donatera fragt, Robbe, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ja, hau mal rein. Aber bitte mit Komma. Oder Punkt. Reicht auch. Doch, so, doch. Cap Robbes niveaulose Videos. Ab 18. Ab 18. Oder ihr macht immer nur eine Sekunde. Also, da kommt die Werbung, die geht 20 Sekunden, dann kommt eine Sekunde Video. Ja, und genau. Das Geld habt ihr ja dann. Ja, Caro, dieses Jahr auf der Gamescom machen wir ein niveauloses Video. Wir genau. Beide. Live Summoning auf der Gamescom. Ja. Live Summoning auf der Gamescom. Auf jeden. Ey, das wäre eine geile Idee. Hast du Max jetzt eigentlich gefragt, Martin? Was denn? Was ich dich gestern Abend gefragt habe? Oh, was hat er denn gestern Abend gefragt? Das ist natürlich. Das ist die heiße Frage. LAN-Party? Welche LAN-Party? Das war Mittwoch. Welche LAN-Party? Nein, wegen Gamescom. Achso, wie? Ja, sag mal, wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht er so viele Partys? Wer ist eigentlich LAN, genau. Ich habe auch einmal jemanden mal gefragt, per WhatsApp-Voice, was ist denn eigentlich Freeflan? Freeflan? Wenn du kein Englisch kennst, Freeflan. Ja, so würde meine Mutter das wahrscheinlich sagen, Freeflan. Also du fährst bei mir mit.
Edwin hat sich echt gut gemausert in diesem Turnier hier. Ich dachte, war krass, echt, wie Edwin sich, wie Edwin dagegen hält. Also Respekt. Bei Flops gerade mit dem Zug, willst du was passiert? Ja, bist du schon mal bei Flops gerade im Schatten mit der Bahn gefahren? Ja. Und nicht stehen geblieben. Ich bin schon mal nach Blauen gefahren. Und stehen geblieben. Au. Wie lange hast du es bis Köln? Robert? Ich halte an ihr bis Köln? Mit dem Auto? Ich war jetzt plötzlich noch in Köln gewesen. Wir sind 3 Stunden gefahren. Wie lange brauchen wir? 4 Stunden nur bis Köln? 4,5. 4,5 Stunden. Ich war noch nie in Köln. Noch nie? Ist ja krass. Nein. Aber du kommst auch zu Gamescom, oder nicht? Ja. Das war... Deswegen habe ich dich gefragt, wegen der Gamescom, damit der Max ja mitkommt. Geht, du musst auch dahin kommen. Wo, zur Gamescom? Ja. Ja, bestimmt. Wo ist das? Leipzig, ne? Ne, Köln? Köln auch. Die war ja mal in Leipzig. War sie mal. Ja. Da war ich noch da gewesen. Na, ich war glaube ich 2 Mal auf der Gamescom in Leipzig. Ach so. Mhm. Aber es ist... Unentschieden! Krass. So. Es ist so lange her, wo ich letztes Mal gespielt habe. Ich will nicht nächstes Mal wieder rausfliegen. So, das zweite Spiel zwischen JK, Jung, Flumpf und Edwin ist auch unentschieden gelaufen. Was? Mann, ja. Das gibt's doch gar nicht. Beide unentschieden. So, aber jetzt ist eins ist jetzt beendet. Und jetzt ist es soweit. Wir haben das Finale zwischen Edwin, Andrews und JK Schlumpf. Wer wird gewinnen? Das ist die heiße Frage. Das Endspiel zwischen den beiden. Der Gewinner ist weiter. Los geht's. Ja, ganz sauer. Hast du Empfang gesucht? Hat was anderes gesucht? Ja, ich verstehe nicht, außer von der hessischen Union. Nee, bei uns sehen wir uns LDE. Ja, bei dir. Bei mir, ja. Das ist LDE. Das ist ein Netz. Ja. Da gibt es vernünftiges Netz. Da habe ich jetzt Außenwerbung von. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Hm. Boah, der Packer haut so hart rein. Was? Caro wird gewinnen. Ach, du sagst es. Cap Caro Kiddies gewinnen. Ich habe nicht ohne Grund das Herz oben drauf. Und wie gesagt, Robbe schickt mir dann den Pokal. Vor allem, das Herz geht schon wieder fast... Ja, es ist ab. Komm. Ich lass es. Oh. Oh, geil. So. Jetzt geht's Mikrofon rum, das ist zu schwer. Ach, Quatsch. Solche Gewinne sind immer sehr interessant, die ich euch gerade mal geschickt habe. Was habt ihr geschickt? Hast du geschickt? In Skype, solche Gewinne kannst du. Ich will es nicht anklicken, weil dann ist Robbe wieder weg. Ach so. Ja, ich hab's gesehen. Was ist denn los, Juni? Juna? Wie heißt der andere Hund? Juna, willst du ihn auch mal sehen? Ja, ich weiß zeig nicht, mal. Ob sie das mitmacht. Komm mal her. Weil sie springt nicht und hochkommt tut sie auch nicht. Oh, nee. Das ist das Problem. Was ist das für ein Hund? Her. Das ist der Nicht-Springhund. Jetzt setzt sie sich nämlich lieber hin. Der Nicht-Springhund. Juna, komm her. Und halt mir bitte Vince fest. Vince! Der rastet sonst auch. Juna, komm, einmal im Fernsehen sein. Juna! Ja, sei Fame. Juna, komm her. Nein, Vince, komm. Ja. Ah, nein. Nein, Juna, du hängst am Kabel. Nein. Leute, wenn gleich das Bild weg ist, kein Wunder. Juna hat das Kabel durchgebissen. Nein, Vince. Juni, komm mal her. Juna. Komm doch mal her. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Juna. Die Stimme. Ey, das ist ja. Vince, was machst du hier? Komm mal her, Juna. Komm mal her. Komm mal her. Nee, komm mal her, mein Kleiner. Komm mal her.
Ich will nicht so richtig, wa? Komm mal her, die guckt mich nur dumm an. Komm hier. Komm hier. Komm, Jona, komm hier. Los, hoch. Ach Gott. Oh, hab ich jetzt auch gesehen, jemand. Okay, komm her. Juni, komm her. Ey, das ist echt krass, dass Edwin so hart dagegen hält. Was ist denn da los? Definitiv. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, Dings ist ziemlich K.O. Oh, ja, fein. Jockey. Ey, jetzt seht ihr sie trotzdem nicht. Was machst du denn? Juna, komm her. Mein Edwin hält natürlich auch krass da mit den Towern immer, aber. Oh, jetzt müsste aber der Tower von Edwin weggehen. Oh nicht? Gott, nee, das wird nicht mit dem Hund. Nee, das geht nicht. Oh. Krass, ey. Weil hat der Edwin geübt, fleißig. Ey, sag mal, seid ihr jetzt voll gegen mich oder was? Caro wird gewinnen? Nein, im Leben nicht. Ich? Ja. Und das noch unter meinem Namen. Und denken die Leute, das ist hier von mir getextet. So. Stimmt, die texten gerade für dich, ne? Ja. Es ist ganz schön enge hier bei denen hier, also ich muss schon echt sagen. Ist echt krass. Respekt, Edwin. Definitiv, ey. Ja, richtig eben. Stark. Stark. Ja. Double Packer da. Was, in die Küche? Nicht in die Küche stellen. Ist das Finale schon am Spielen eigentlich? Nee, also der nächste Kampf, Pixelpanda gegen Dumbbag steht da aus. So. Sind noch gar nicht angefangen? Doch, hat jetzt begonnen. Was macht ihr denn? Ja, nichts, Unfug. Unfug. Die kriegen jetzt einen Döner, ja? Wer kriegt einen Döner? Schon wieder? Noch einen? Die Hunde. Die Hunde kriegen Döner. Caro ganz konfusioniert, ja. Oh Mann, ey, das ist echt so krass spannend. Das ist echt heftig. Ja, ja, weil die Set 0-0 zweimal. Das ist das entscheidende Match hier. Allein, dass schon zweimal 0-0 stand. Ja, also. Ja. So, und das ist schon richtig krass. Oh, jetzt geht der Tower, jetzt gefällt der Tower unten. Ja, gar aber nicht. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Heftig. GZ Jockey, aber Respekt Edwin für die Leistung, dass du da echt so krass gegengehalten hast. Richtig schön gemacht. So. Was haben wir jetzt hier? Deine beiden Pixelpanda und Dumbbag sind gerade am Fighten. Das hat ewig gerade gedauert. Und war Maxo und Jockey kämpfen gleich gegeneinander. Okay, in der Zeit probiere ich mein drittes in Folge Game hier zu gewinnen. So. Gegen Rob habe ich ja voll abgelost. Ja, halbwegs. Halbwegs. Aber was machst du eigentlich gerade die ganze Zeit? Nix. Dann kommentier erstmal Karos Hype. Los. Okay. So, Luen rechte Seite zusammen mit. Ah nein, kommt alleine. Links mit dem Baby Dragon. Pfeile gehen drauf. Schön, da rechts auf jeden Fall. Der Luen geht ganz alleine durch. Krass vom Gegner, dass ihn einfach so fliegen lässt. Totaler Fail. Zack, da ist der Tower weg. Und jetzt einfach nur noch Deffen, GG, würde ich sagen. Ja, aber. Jetzt kommt gerade hart was rein. Ja, hart. Ganz. Oh. Ganz schön hart. Ganz schlecht. So, machst du uns einfach den Luen nochmal linke Seite gleich. Aber ich würde erstmal jetzt abwarten. Ja. Der hat ja gesetzt, ne? Vielleicht hat er nichts für Luft. Willst du auf ich gehe auf Risiko.
Critical Damage? Kannst du probieren. Ah, jetzt hat er noch... Ah, jetzt holt er da noch Inne raus. Ah, es geht aber. Du hast schon wieder Schaden gemacht. Ablenkung? Ja, wenn du so weitermachst, kriegst du das noch. 2000 HP noch, 1900. Bisschen deffen musst du jetzt noch. Oh. Ey, das gibt es doch nicht, dieser. Och. Zu greedy gewesen. Das Wort greedy benutzt auch gern, hä? Ja, greed is feed. Das kommt noch von Zeiten hier aus Dota und so. Ja, kurz mal eine Sache an die Organisatoren auch mal wieder hinter diesem Spiel. An Joki, an die liebe Frieda und an Jahe für das hier, was ihr alles da hinten gemacht habt. Vielen lieben Dank, weil ohne dies wäre dieses Turnier der Form nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall, danke. Von meiner Seite auch. Daher wie immer, vielen Dank. Top. Das freut mich immer wahnsinnig, dass ihr da so kooperativ mitmacht. Und auf die meisten Zuschauer bekommen das ja eigentlich nicht mit, oder auch... Der war jetzt echt zu gut, ey, ohne Mist. Spielt er meistens auch nicht. Ja, das stimmt, man kriegt das gar nichts mit, was für ein Aufwand das auch alles ist. Boah, Karo, was ist da los, ey? Was ist da unten los bei dir? Das ist der übelste Schwarm hier, ey, das ist doch unglaublich. Na ja, hier, guck dir doch mal an, drei so eine Hexen. Drei! Der hat nur Hexen hier drin, ohne Mist. Der spielt nur, hat nur mit Hexen jetzt gegamed hier. Boah, ey. Naja, gut, man muss auch verlieren können. Ja, das gehört zum Spiel dazu. So, okay. Dann gucken wir jetzt mal das erste Match an zwischen PX Panda, Domi und Dumbback TV. Hexen-OP, auf jeden Fall. Jetzt hier auch Level 8 gegen Level 7. Geht, wie weit sind wir eigentlich? Ich will nicht Druck machen, aber es ist schon ein bisschen spät. Ja, ich weiß. Da sind nur noch das Spiel und noch da ein anderes und dann ist das Finale. Okay. Hast du ein WLAN-Kabel mit? WLAN-Kabel hat er mit, ja. Du willst das nicht, nee, WLAN. Du willst das LAN. Scheiße ist hier. Ostlan. Ich kann ja keinen mal Test machen. Das ist lustig, Babexo und... Uah. Ein Tag ist auf jeden Fall down. Dumbback muss jetzt auf jeden Fall Druck machen. 1,45 nur noch. Und beide Tower von Pixel Panda noch komplett voll. Ah, das ist... Ich weiß nicht, mit dem Prinzen immer so als erstes setzen ist eigentlich... Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Prinzen alleine setzen ist mir, finde ich, doof, ja, weil... Ja, in dem Fall war es gut, aber... Ja, in dem Fall jetzt gerade von Pixel Panda war es gut, weil Elixier alle raus war. Ja, weil der oben keine billigen Truppen hatte, aber ansonsten... Ich habe übrigens noch nie mit dem Prinzen gespielt. Ich habe ihn zwar jetzt, aber ich habe hab ihn noch nicht ausprobiert. Weil er ist noch auf Level 1, da bringt er mir auch nicht viel. Er macht halt kaum Schaden. Naja, das macht schon, das ist ja... Ja gut, manche haben ihn halt schon auf 3 oder so und das hat Max halt schon, ne? Level 3 ist Max? Starbuster, ich muss noch nach draußen. Du bist so gemein, Max. Er macht nur 20 Schaden mehr, ne? Du bist so gemein. Auf Level 2. Nee. Und auf 3? Ja, 20 Schaden. Aber mit Ansturm, ne? Ja, der macht da 40 Schaden mehr. Ich kann die nicht anlügen. Oh, Dark Prince auf der rechten Seite. Duck dich ja. Ah, schön durchgelaufen mit Pixel Panda da. Ich kann da nicht mehr, das geht nicht. Ich wollte es gar nicht. Ich glaube, das ist der Entscheid. Danke, Arschloch.
Du dummes Arschloch. Mensch, da und ich da viele. Oh, vielen Dank, Ihre Bewertung wurde erfolgreich gespeichert. Ja, das war deutlich. Das war deutlich. Das war richtig deutlich. Guckt euch mal die beiden Tower an und noch nicht ein Hit. Ist ja krass. So, okay. Der erste Kampf war Mexo und Jockey ist finalisiert, der erste. Okay. Und ja, Pixel ging Domback. Und was ist mit dem? Das ist jetzt nicht... Das ist der erste Kampf gewesen, der zweite kommt jetzt gleich noch von den beiden. Okay. Und Pixel Panda ist jetzt im Final. Genau, Pixel Panda ist weiter. Wir gucken uns jetzt Jerky Schlumpf gegen Wamexo an. Übrigens, die haben beide das gleiche Deck. Ach so, okay. Das gleiche Deck? Ja. Das ist ja interessant. Beide gleiche Level. Ja. Wer will kommentieren? Ja, ich bin gerade noch mal überlegen, was ich sage. Ja, also da kommt der Ballon auf der einen Seite. Das ist natürlich Jockeys ist Strategie. Und der kann jetzt nur Speere setzen, aber mindestens Damage kommt durch. Auf der anderen Seite ist natürlich ein kleiner Death mit den Skeletten. Richtig gut, jetzt kommen auf der einen Seite natürlich die Minions. Wenn er keinen Death hat, aber die Pfeile sind bereit und... Ja, die Pfeile, ja. So, zwei Skeletons, das heißt, man wächst das erstmal im Hintertreffen. Sag doch nicht viel aus bei solchen hohen Leveln, wenn einmal eine hohe Karte durchkommt, dann bam, zacke, bum, bum, ist der andere Tower weg. Ja, ein Hit kam durch vom Loom, jetzt kommt von der anderen Seite, aber die Minions sind schon bereit. Genau, und den Freeze zu spät gesetzt. Ah, nee, das bringt nichts mehr. Kommt nicht mal einer durch. So, jetzt kommen die Pfeile, aber die Speere haben immer noch 200 Schaden gemacht. 1398 nur noch. So, jetzt überlegen sie beide. Ja, sind vorsichtig, wollen nicht zu viel setzen. So, Jockey geht die wollen beide gewinnen, ja. Die wollen beide gewinnen. In die Offensive. Skeleton gegen Skeleton ist das furchtbarste, was es gibt. Auf jeden Fall, ey. Richtig furchtbar, weil meistens einfach nichts passiert. Ja, die ganze Line ist einfach total... ja, es fliegt jetzt alles in die Luft. Ja. Boom, und jetzt die nächste Bombe und das war's. Das ist immer das Gleiche. Das ist erst so ein riesiger Haufen und dann explodiert einfach alles. Und dann kommt wieder der Ballon. Er hat aber diesmal ersetzt... Oh. Stalker hat noch den Freeze. Er hat extra noch gewartet und kommt ein... Oh. Er muss natürlich schon drauf haben, schon ready haben. Sekunde zu spät. Ja. Aber ich habe der Belang an der Seite, aber die Minions sind auch bereit. Ach. Ja, die sind da. Da wollte er bei den Skeletten. Ja, ja. Halt so ein bisschen auf, ne? Ach. Aber das ist ja ziemlich auch Angriff-Def. Ja, richtig krass gerade. Unter-Def. Und da hat er den Freeze ein bisschen richtiger gesetzt. Eine Bombe kommt durch. Oder noch eine? Nee, eine nur. Aber man sieht, Jockey steht fast zu 0-0 da. Und Bamexo ist im Hintertreffen. Auf jeden Fall. Jockey schlumpft die wieder durch. Jetzt kommen die Minions. Und mal schauen. Und Freeze. Ja, ja, ist aber und wieder. Und das wird knapp. Ah, und noch ein Freeze gekommen. Aber nur noch 400. Und es ist jetzt Crown Attack. Das heißt, der erste Turm, der fällt. Winning. Und? Oh. Ah, der linke Loon wird auch nichts mehr wirklich. Kommt zwar durch, aber ist auch nicht so entscheidend. Nee. Ah. Oh, jetzt hier alles auf Vollangriff, oder wie? Oh.
Ja, und die Hexe läuft rein. Pum. Bum. Die nehmen sich ja nicht so gerne viel, was? Schön. Ach, Jokey. Schön gemacht von Jokey. Aber der Loon wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Ne, doch, nee. Nee, der kommt nicht durch. Jokey versucht. Das ist übrigens Jokeys Hauptdeck in der Arena, glaube ich. Deswegen ist er im Vorteil. Aber beide haben das gleiche Deck. Oh, links? Ah, nee. Okay, das ist wieder 1 gegen 1. Oh, ein Seiten, aber. Oh, du mit Balloon. Ah. Da kam der Freeze. Ding. Jetzt kommt der Freeze. Double Freeze. Oh, die Hexe kommt durch. Wird sie den Turm killen? Oh, jetzt. Oh, linke Seite. Riesenfusch. Oh. Aber ich glaube, da kommt nichts durch. Nee, da kommt nichts durch. Aber jetzt. Echt spannend gerade. Ja, ja. Vielleicht die rechte Seite. Jetzt geht er wieder links. Oh, wenn wenn der Loon durchkommt, mit Freeze jetzt. Oh, der kommt durch. Der kommt durch. Ja, Freeze ist drauf. Ah, nein. Verwechselt auf. Aber die Pfeile kommen und. Oh, krass. Oh Gott. Ey, das ist nur über Zeit bringen, ja? Auf jeden Fall. Richtig krass. Oh, links die Speckgebäude. Hauen auch immer so ein bisschen. Oh, beide Tower 300. Beim Maxo muss es über die Zeit bringen, sonst alles andere ist zu risky jetzt. 15 Sekunden noch, oh Gott. Spannend. So, das ist mal Loon und Freeze. Loon, aber man muss sagen, jetzt vorbei. Der geht durch. Oh, auf die letzte Sekunde. Oh. Jokey, Gigi. GZ, Jokey. Boah, krass. Ah, beim Maxo, fast. War Max war da zu greedy, hat noch in den letzten 20 Sekunden noch mal einen Loon gesetzt. Das hätte eh nichts mehr gebracht. Krass. So, okay, das Finale steht ja dann jetzt fest. War Maxo gegen Quatsch. Also Jerky Schlumpf war noch mal eine 0-1 und jetzt spielt dann Jerky Schlumpf gegen PXL Panda, oder? Sehe ich das genau richtig? Dein Bester gegen unsere Besten. Best Hef. PX Panda. Joke. Nein, PX Panda. So, das ist das Traumfinale, was wir uns vorgestellt hatten. Komisch, das ist auch eingetreten. Ja. So, in der Zeit will ich jetzt nochmal gegen irgendjemanden spielen. Robbe? Ich habe mein Spiel gerade ausgemacht, muss ich sagen. Okay. Ich habe mein Tab am Ladegerät. Oh Mann, ey, mit sich kann man sich gar nicht verlassen, oder? Ach. So, ich bereite gerade den Final Tablet. Ach so, okay, also nicht gegen mich. Wie viele Epics kämpfen wir denn? Im Finale? 5. Full Epic. Danke fürs Following! Zöpik! Ne, Zöpi, sorry. Der Arktik Wolf, grüß dich! Hi! Hi. Machst du jetzt mal? Was heißt das, Domi? Caro, kannst du dann mal in die finale Tableau schalten? Wie bitte? Ins finale Tableau schalten, in der Excel. Jo. So. Was geht um die Wurst? Bitte alle
Rubbel in den Chat. Oh, das ist so lang. Finale. Finale. Robbe. Ich hab's auch noch falsch geschrieben. So. Wenn ihr. Hat irgendjemand hatte doch gerade hier geschrieben. Doch, es nimmt euch jemand in der Gruppe an sich. Ihr könnt wieder in Cap Chaos Kiddies rein. Das Ding ist, kann sein, dass der natürlich. Ich habe ja jemanden zum Anführer gemacht. Und kann sein, dass der natürlich schon im Bett ist. Dann nimmt er euch natürlich erst morgen an, ja. Aber ihr werdet schon angenommen alle wieder. Also ihr könnt alle wieder rein von uns, die. Macht am besten mit dem Einladungscode Frieda. Unsere Leute wissen ja Bescheid, aber bei Cap Caro. Ja. Ich höre gar nicht, das ist voll scheiße. Aber ich treffe, ist ja egal. Das ist scheiße. Ja, kommt sich rein. Schön. Ich bin falsch abgebogen. Oh, ich habe einen Picker bekommen in der Silber-Chest. Ist das nicht geil? Was haben die beiden eigentlich so für eine maximale Punktzahl immer gehabt? Jockey und so? Ja. Das steht ja da, Moment. Jockey, ja. Schlumpf hatte... 2100 noch irgendwas und Pixel bei 2333. Mhm. Also 200 Pokis Unterschied. Aber Pixel Panther ist halt nicht so geübt im Turnierkampf, von daher kann es sein, dass Jockey da im Vorteil ist. Und Rob hat schon wieder gegessen. Oh. Ja, Rob Hallo. Ist nur am Futtern. Den ganzen Tag, ey. Ich hatte kein Armbrot. Weißt du, du hast bald Urlaub, dann wirst du noch runter, wenn die ganze Zeit Kokossoße isst. Nur Kokosnüsse. Na, Latos, das machen wir dann nach dem Spiel, klären wir das, okay? Also nach dem Stream, beziehungsweise morgen. So, sind die schon am Zocken? Ja, die sind am Zocken. Die zocken noch. Go, Jockey! Ja, genau, Jockey. So, ich hoffe, dass Jockey gewinnt. Nein, natürlich, nein. Ne? Komm, Caro, du bist auch für Jockey, oder? Du hast ein bisschen in dir, was du auch sagst, so Go Jockey, ne? Nein. Komm, alle Caro-Fans jetzt auch nochmal. Caro hat, bevor wir mit dem Stream angefangen sind, hat gesagt, dass sie ein großer Jockey-Fan ist. Ja. Der hat sogar extra ein Plakat von ihm im Hintergrund. Deswegen hast du jetzt den Greenscreen, damit das nicht auffällt. Genau. Warte mal, ich schreibe mal diesen. Dark. Geht. Hashtag Go Jockey. Klammern Herz. Ich kenne mich hier nicht aus. Ach, hier geht's. Ja, merke ich. Ach, dieses Nom Nom meinst du, alles klar. Also ich habe mal dem Vincent geschrieben. Leute, also Nalatos, Vincent ist Anführer in unserem Clan. Also ist ja auch bei Laien, also... Schreibt ihm mal, Nalatos und Critical und allen möglichen, die das jetzt geschrieben haben. Chemie Boy. Genau, oder öffnet eine kleine Mini-Team-Robbe, weil da könnt ihr genauso hin. Nein, Spaß. Alle wieder zurück zu Caro. Am besten schreibt Cora, du willst mal Cora sagen, warum? So, wir gehen in die erste Runde hier. Jockey Schlumpf gegen PXL Panda. Wow. Nein, ich habe das Ergebnis gesehen. Ich darf jetzt nicht kommentieren, ich weiß, wie es ausgegangen ist. Ja. Genau, Jockey gewinnt. Also. Man sieht beide am Spiel, ist der Bedick. Also, letztes Spiel hier. Das vorletzte. Wird auf jeden Fall nochmal spannend, Leute. Feuert an. Cap Caro Fans. Ja, für PXL Panda Domi.
So, mal gucken, wie es losgeht. Beide haben nicht das, doch, beide, nee, beide haben nicht dasselbe Deck. Doch, die haben beide das gleiche Deck wieder. Bam. Hm. Level 3 gegen Level 2. Nee. Benutzen Sie das Ziel. Was machst du, Robbe? Oh, harter Schlag. Und da war der erste Turm down. Ach, armer Jockey. So was mit traurig. Spiel Lowrider. Ich weiß schon das Ergebnis, deswegen ist es gerade voll langweilig. Oh, ja, da hättest du mal weggeguckt. Ja, ich hab auch so hingeguckt. Ich weiß 0-0. Nein, das war kein Spoiler. Das aber ohne Mist, beim nächsten guckt ihr nicht hin, okay? Alle beide, okay? Ja. Ich wollte auch nicht hingucken. Ihr dürft nicht hingucken, weil es reicht ja schon, wenn ich hingucken muss, weil ich anklicken muss, okay? Also ihr müsst das dann voller Motivation. Ich kann es auch so spannend machen, auch wenn ich weiß, dass Joker jetzt immer noch gewinnt. 2-1. Stimmt gar nicht. Es war doch 0-0. Caro, du kannst das ja kommentieren. Du hast ja das Ergebnis nicht gesehen. Ja, genau. Es ist schwierig, nicht hinzugucken, weißt du, und zu klicken. Ist echt schwierig. Ja. Ich hab letztes Mal echt, als ich gestreamt habe, habe ich meine Hand so davor gehalten. Ich wollte bloß nicht sehen, wer gewinnt. Und hab ich auf Wiederholen geklickt. Aber es ist ja das erste Spiel. Ja, das ist ja das erste, deswegen guckt ihr beim nächsten nicht hin. Beide. Genau. Ja, ich guck nie hin. Ich guck in den Chat. Genau, Chat, los, schreibt mal was. Lenkt mich mal ab. Neun, acht, sieben, sechs, okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wow. Okay, ich gucke jetzt nicht hin. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ja, der ist auch noch nicht vorbei. Ey, er schießt aber nicht. Der hat aber nicht getroffen. Robbe, guck in den Chat. Guck in den Chat, Robbe. Aber er hat doch alles auf das nicht geschossen, oder? Oh, scheiße. Du musst mir sagen, wenn es soweit ist. Ist fertig. Oh, du sollst sagen, dass das Spiel läuft. Läuft schon? Nein. Es ist noch nicht mal vorbei, das andere Spiel. So. Und Dark Frieda, keine schlechte Idee mit Robin, eigentlich. Aber, nein. Du kannst jetzt gucken, es kommt das Ergebnis, kommt noch nicht. Wirklich? Nee. Ich glaube, kann ich dir vertrauen? Ach nee, ab. Steht gar nichts. Ach was. Ich kann ja sagen, wenn das Spiel vorbei ist, Kara, kannst du rüber switchen. Ja, aber dann hast du das Ergebnis gesehen. Aber das, ihr doch, aber Robin doch nicht. Robin will ja kommentieren. Semi-Boy sagt, guck die Wand an. Aber warum hast du eigentlich da nichts an der Wand dran? Keine Bilder? Hier, ne? Er ist echt scheiße. Ich glaube nicht, Cola zockt. Weißt du, Leute, ist Cap Caro Fanboy nicht da? Robbe braucht ein paar selbstgemalte Bilder, die er daran machen kann. Hier ist alles noch frei für eure Fanarts. Genau. Nacktbilder von Robbe, Fanfiction. Alles noch frei. Das möchtest du echt mal machen. Das mache ich beim nächsten Special auf YouTube. Dann sage ich den Leuten, die sollen mir Bilder schicken und dann hefte ich die hier dran. So, ist dann. Ich habe nicht das Ergebnis gesehen. Ich mache jetzt die Augen zu. Guck weg, Robbe. So, ja. Guck die Wand an. Scheiß die Wand an. Caro, sagst du Stopp? Okay, geht los. Alles klar. Okay. So. Also wenn Jockey gewinnt, ist er fertig, ne? Ist er durch, ne? Jockey muss gewinnen, dann muss er nochmal spielen. Wie hat Pixelpanda gerade gewonnen? Ah, ja. So. Okay, also wenn Pixelpanda gewinnt, hat Pixelpanda gewonnen. Genau.
Max, schön, dass du wieder da bist. Okay. Nicht The Real Vielleicht Max. Letztes Spiel. Ah ne, du warst Gott Max, er war The Real Max. Stimmt. Achso, du nimmst jetzt hier dann keine Angabe. Max Lehrer. Also ich habe jetzt Neustart gerade hinter mir mit dem Computer. Der Kinder wird gekackt. Oh, Max, der andere Max ist nämlich gerade da. Darüber kommentiere. Ja, was soll ich da kommentieren? Zwei Giants haben. Also, Susi und Peter, die kloppen sich gerade. Peter geht weiter, aber. Oh, wie Frieda kommt wieder von hinten. Genau, Frieda. Und ah, Peter. Frieda läuft leider in die Bombe. Genau. Oh, und Frieda ist auch da. Frieda ist da. Echt blöd. So, oh. Alter, jetzt kommt Sven. Jetzt kommt Sven mit Sven dem Ballon. Kommt. Oh, und dann kommen aber die Geschwisterbrüder. Da kommen die DuckTales. Die DuckTales. Oh Gott. Die DuckTales fliegen. Oh, ja. Freeze. Oh, oh, der kommt Schaden. Da kommt Schaden. Gut. Die DuckTales sind richtig krass. Wusstest du eigentlich, dass die Arena-Türme Frauen drauf sind und der König männlich ist? Eigentlich voll diskriminiert. Aber weiter. So. Wieso? Wo siehst du das? Da sind Frauen da oben. Tatsächlich. Boah, 581 nur noch. Jockey, das schöne Angriff gemacht, ey. Definitiv. So, nächste Runde. Neuer Angriff wird vorbereitet. Oh, Harald Last kommt, Harald. Oh. Harald. Harald. Gegen. Ja. Harald. Und wer ist das? Fritz. Das ist so, da, oh, Fritz. Oh, Fritz, Fritz. Fritz und Harald. Fritz und kriegt auf die Fresse. Da kommt die Frieda. Mit ihren, Frieda, ja, Frieda. Schnellen Kindern. Ja. Aber eigentlich ist das voll, weißt du, eigentlich ist das ziemlich pervers, dieses Spiel, weißt du? Das sind ja eigentlich alles Kinderskelette, ne? Genau. Ja, stimmt. Oh, Freeze kommt rechts raus. Ah, PXL Panda, Ingrid. Ingrid kommt zu. Und Ingrid. Die Schwester Ingrid von Frieda. Ist eigentlich ist down. Und down. Ah. Und dann kommt Ingo links. Ingo. Oh, der Fallring ging ins Leere. Oh, drei jetzt. Sekunden. Ah. Jetzt kommt Sven mit den DuckTales. Ah, da kommt ja ein DuckTales. DuckTales. Boah. Ist gefroren. Nochmal. Aber Jockey ist noch im Vorteil. Ja, wieder komm. Guck mal, wie viel Schaden die gemacht haben. Das ist so bösartig. Die sind echt krass, wenn die Minions jetzt mal zum Tower kommen. Ja. Doppelfreeders. Oh, jetzt. Und bam. Oh, da kommt der Luna. Oh, ganz, ganz knapp. 390 nur noch. Und nochmal ein Luna. Ja, Frieda löst. Jo, Frieda kriegt Frieda hin. Hat gelöst. Und ist jetzt auch noch vorbeigekommen. Oh, Jockey Push. Ah, Jockey Push. Und, ja. Jawohl. Ah. So, jetzt das Finale. Das Finale der Finale. Ich guck nicht hin. Weggucken. An Jockeys Stelle wäre ich jetzt. Ich kann dir wieder sagen, Caro, wenn es weitergeht. Ja. Also, weil ich leg mein Handy weit weg, dass ich nur sehe, wenn sie fertig sind. Ach, dass die Finals immer so spannend sein müssen, ne? Feiert uns an, Cap Caros Kiddies. Genau, Cap Caro. Alle Fans von Cap Caro, schreibt jetzt mal Hashtag Team Robbe. Nein. So. Doch, weil Caro mag das, wenn ihr uns anfeuert, weißt du? So, push. Das Spiel schon durch, das letzte? Noch nicht. Noch nicht, die kämpfen noch. Spannend, ob jetzt Cap Caro oder. Die Witze ist pervers. Guck mal, was hier draufsteht. Vervollständige. Kann man das sehen? Vervollständige. Ne, kann man nicht sehen. Scheiße! Kann man das sehen? Flexfit. Ne, da wo mein Finger ist. Kann man nicht erkennen. Jupo? Ja, genau, Jupo. Wird das eher das Made in Vietnam? Made in Vietnam? Ja, krass. Bringst du uns eigentlich allen ein Geschenk mit vom Urlaub? Allen? Soll ich eine Kokosnuss mitbringen? Ja. Wie lange fliegst du? Ich muss umsteigen. Also ich fliege hier oben nachts um 10 Uhr los und bin um 15 Uhr da. Nach den ihrer Zeit oder deiner? Den ihrer, oder? Bestimmt. Ja, den ihrer, aber das sind nur 4 Stunden Unterschied. Na nur.
Wann mal ich fliege? Also hin auf jeden Fall. Ja, das ist blöd mit dieser Zeitverschiebung. Ich weiß gar nicht. Du meinst denn, wenn du in die Vergangenheit fliegst, in die Zukunft fliegst, wie viel Vergangenheit dir davon flöten geht, ne? Ja. Ich könnte eigentlich mit Camcord dann den ganzen Flug aufnehmen. Im Flugzeug mit WLAN über Camcord. Was für YouTube live. Opening. Genau. Live flying. So, wie sieht's aus mit dem letzten Spiel? Weggucken? So, ist noch nicht. Nee, ist noch nicht. Nee, sag doch. Ist noch nicht. Du sollst nicht gucken, Keith. Ich gucke doch nur, ob das Spiel vorbei ist. Ja, du siehst so spannend, du siehst, ey. Bitte, Pierre, ja dann das Ergebnis. Nee, weil die beide so langen Namen haben. Ich kann die Namen nicht erkennen. Ich will, dass mir Robert den Pokal zuschickt. Aber wenn die gewinnen, du hast ja nicht, wenn du gewinnst mal irgendwann, Caro, dann schicke ich dir den Pokal zu. Dann musst du den auch bei jedem Video, muss ich den auch sehen dann. Oh, den hänge ich mir dann hier im Greenscreen genau. Irgendwo hin, ja? In weiß. Ja, richtig. Pokal Robbe. Ja, genau. So, ist dann, wir können gucken, oh Gott. Also, Robbe, du musst weggucken. Ja. Ich auch. Okay, es geht los. Das wird spannend, ey. Ob Jockey. Go, Jockey, go. Go, Jockey, go, go. Epische Musik wollt ihr? Ja, mach am besten. Nee, ich hab mach schon. Mach das weg, ich hab was. Ach man, hier, ja, hier. Mach Pause. Nein. Was, DuckTales oder so? DuckTales. Nein. Oh, Sven und Frieda. Oh, die räumen auf, Sven und Frieda. Sven und Frieda sind wieder dabei. Mit den Kindern. Oh, Caro! Warte doch! Im Finale machst du eh den Scheiß. Aber die Zuschauer sehen es doch, ist egal. Ihr seid egal. Nee, Quatsch. So, jetzt. So, da kommen die Kinder von Frieda und Jockey. Oh, und? Alle tun. Guck dir die Kinderhorde an. Ihr Jockey setzt die Kinderarbeit ein, also, ne? Aber noch. Also noch ist kompletter Gleichstand. Nichts passiert an den Towern. Siehst du, ihr habt gar nichts verpasst. Und jetzt kommt der Loon. Der Loon, Doppel-Loon. Doppel-Sven. Doppel-Loon mit Freeze. Oh! Freeze, falsche Seite. Schön von Jokey auf jeden Fall. Denn der Loon von Pixel Panda wird wahrscheinlich ein bisschen eher drauf. Ja, aber, obwohl. Ah, da oben ging noch eine Bombe durch. 784, ja. Jokey. Go, Jockey, go! So, da kommt Megan. Und Frieda. und Beatrice diesmal. Beatrice. Und da kommt wieder Peter. Da kommt Helena. So, vielleicht jetzt bestimmt Jockey den Helmut ganz rechts hin. Oder? Boah. Vielleicht jetzt mit Freeze rechts. Mit Freeze. Mhm. Ah, nee. Rechts jetzt, der Lumen mit Freeze. Oh ja, selbst zwei machen ordentlich Schaden. Guck ja. Dir das an. Der hätte definitiv Blitz, ihr Pfeile machen sollen. Ja, hätte er machen sollen. Hätte Fahrradkette aber doof gelaufen. Aber vielleicht kommt da noch was. Kommt da noch eine zweite Bombe, der kommt noch durch. Ja. Oh, das war hart. Ja, aber rechte Seite wieder. Jockey wieder dabei. Ah, wieder eine Sekunde zu spät. Der Freeze gekommen. Aber 2000 sind schon mal weg. Jockey. Rechte Seite, Jockey. Der Loon, Jockey. Nein, der Loon. Jockey. Oh, der Loon. Ach. Eine Bombe nur durchgekommen. Oh, jetzt. Rechte Seite. Wie, für wen Jockey seid ihr? Jockey. Freeze, Jockey. Freeze, jawoll. Nein, da kommt die Minion-Horde. Na. Aber einen Ballon ist... Boah, krass, ey. Oh, jetzt kommt der Gegenpush. Wieder mit Loon. Sperko wollte raus. Oder Minions, schnell.
Oh, oh nein! Nein! Okay, nein! Ja! Oh, Alter, meine Güte! Was ist da los? Auf die letzte Sekunde! Oh, ich hab nur gewartet, nein, ey! Tower explodiert! Nein! Nein! Ja. Nein! Ja. Nein! Oh, geil, scheiße! Okay! Team Raffe! Team Raffe! Sie hat's okay. Hey. Dato hat gewonnen. Unser Vize wird jetzt eine Woche ältester.